Ja, meine Lieben, wir fahren, wie ich sag wir, ich fahre gerade wieder mal die wunderschöne, ist das jetzt die Atatürkstraße, ich weiß gar nicht. Wunderschön, alles neu gemacht hier in diesem Bereich, neue Gehwege, neue Radwege und sind noch nicht ganz fertig. Dann wunderschön und das schöne Meer dazu und dann noch der Sonnenuntergang. Also wirklich herrlich. Und schalten müsste ich auch mal. So. Ach, ach, ach. Das Leben kann so schön sein, das Leben kann so schön sein. Und hier, unglaublich, wir haben Leute um die 80 rum, die gehen hier noch joggen. Habe ich schon kennengelernt, welche. Ja? Und ich kenne ja eh, meine Kunden sind ja auch teilweise in dem Alter. Das Leben ist nicht Schluss mit 60. Hier zum Glück, klopf, klopf. Die Leute sind über 80 und schauen noch fit aus, schauen noch gesund aus. Ist ja kein Wunder, wenn man jeden Tag zum Strand gehen kann. Ja, du Depp, fährst auf der falschen Straße. Einfach herrlich. Schaut euch die Palmen an. Schade, dass ihr Sonnenuntergang nicht mitbekommt. Der ist auf der anderen Seite. Ich musste jetzt einfach mal filmen, weil es so schön ist. Ja, und ihr seht hier die Leute spazieren, joggen. Teilweise haben die ihre Stelzen da in den Händen noch dazu. Naja, wenn es ihnen Spaß macht, mir wurscht. Wenn es besser so ist für sie, mir wurscht. Wunderschön, wirklich. Schaut euch das an. Die Promenade hier ist eine der schönsten hier in Alanya. Und deswegen kommen ja die Leute auch hierher, weil Spanien ist auch schön, Griechenland ist auch schön, Italien ist auch sehr schön. Allerdings gibt es halt hier nur Türken. Die türkischen Leute gibt es halt hier. Wobei natürlich die Italiener und die Spanier und die Griechen sind ja auch sehr liebe Leute. Ja, never ever sage ich was Schlechtes über sie. Aber hier ist noch Energie, du fühlst es. Ja? Hier sind so viele junge Leute, so viele auch Kinder. Das ist echt geil. So, jetzt muss ich schalten und fahren. Ciao, liebe Leute.